GTA 6 wurde jetzt schon des Öfteren angekündigt und angeteasert. Viele gingen eigentlich davon aus, dass GTA 6 dieses Jahr auf jeden Fall kommen wird. Ich bis dato würde sagen, dass es auf jeden Fall nicht 2023 kommen wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass eventuell 2024 interessant wird. Wieso, weshalb, warum, dazu komme ich auch gleich, denn es gibt wieder neue Informationen zu einer eventuellen GTA 6 Ankündigung. Daher bleib auf jeden Fall dran, lass jetzt unbedingt ein Like da, lass ein kostenloses Abo da und schreib mal gerne Hashtag GTA 6 in die Kommentare, wenn du genauso gehypt bist wie ich. Letztes Jahr gab es ja diesen unfassbaren Datenleak von GTA 6, wo einfach der komplette Entwicklungsverlauf von GTA 6 geleakt wurde von irgendwelchen krassen Hackern. Ja, es war wirklich so das Riesending in der GTA-Geschichte. Und danach hat Rockstar Games ja eben gepostet, dass sie GTA 6 nochmal komplett neu anfangen zu programmieren und zu entwickeln. Und wenn man mal überlegt, sie fangen jetzt nach 10 Jahren GTA 5 mit GTA 6 nochmal komplett neu an, dann ist es schon so eine Sache, wo man sich denkt, okay, wie lange soll es jetzt eigentlich noch dauern? Leaker und Fans haben jetzt die Vermutung, dass GTA 6 noch vor dem 17. Mai angekündigt wird. Grund dafür ist, dass das Oberkonzern, also die Firma, die quasi über Rockstar Games steht, das ist genauso wie Nestle, hat ganz, ganz viele kleine Unterfirmen, ja, so ist Rockstar Games im Prinzip auch. Und diese Oberfirma, dieser Oberkonzern heißt eben Take-Two Interactive. Ja, da sind so wirklich die ganz großen Leute. Die haben ein Meeting am 17. Mai, ja, wo sie eben auch Spiele besprechen, die noch in Entwicklung sind. Ja, wie wir wissen, ist GTA 6 ja noch in Entwicklung. Das haben ja eben auch die Leaks letztes Jahr gezeigt und dann auch der offizielle Post von Rockstar Games, wo sie eben geschrieben haben, dass sie alles komplett neu programmieren und neu entwickeln. Und bei diesem Meeting wird es sehr wahrscheinlich halt eben auch um GTA 6 gehen, da das Spiel so das eigentlich größte Spiel aktuell auf dem ganzen Spielemarkt ist. Jeder ist da unfassbar hyped drauf und ja, deshalb gehen eben viele davon aus, dass eben die Ankündigung zu GTA 6 noch vorher kommen wird, da es ansonsten eventuell eine Blamage wie letztes Jahr geben könnte, dass eben ja, die Sachen, die in dem Gespräch bzw. in diesem Meeting besprochen werden, halt vorher schon geleakt werden. Also angenommen, da wird irgendwie besprochen, jo, GTA wird das und das haben, dann kann es halt sein, dass es vorher schon geleakt wird, denn generell ist es halt eben im Normalfall so, dass so krasse Sachen von so einem Meeting halt schon vorher veröffentlicht werden. Und ich denke nicht, dass Rockstar Games oder auch eben Take-Two Interactive sich diese Blamage nochmal geben wollen. Ja, das ist so die Vermutung von den ganzen GTA-Fans und auch Leakern, dass halt eben deshalb vorher noch eine Ankündigung zu GTA 6 kommen wird oder kommen könnte. Ich bin sehr, sehr gespannt auf eure Meinung dazu. Schreibt sie gerne mal in die Kommentare und lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Ja, ich persönlich bin da sehr, ja, zwiegespalten. Zum einen haben wir jetzt schon des Öfteren gehört, so okay, ja, es soll eine Ankündigung kommen, es kam halt nicht so, ne, deswegen bin ich da so ein bisschen skeptisch. Aber falls eben jetzt nichts kommen sollte bis zum 17. Mai, haben wir auch noch den 17. September vor Augen. Denn am 17. September ist GTA 5 eben 10 Jahre alt. Die feiern da das 10-jährige Jubiläum und eventuell könnte es da auch nähere Informationen zu GTA 6 geben. Könnte ich mir gut vorstellen. Das wäre schon eher so ein Datum, wo ich sage, okay, eventuell wird da was kommen. 10-jähriges Jubiläum von GTA 5. Das ist schon eigentlich ein ganz guter Tag, wo man die ersten Informationen zu GTA 6 raushauen könnte. Aber wie gesagt, ich will mich da nicht festlegen. Ihr wisst auf jeden Fall jetzt, was im Raume steht. Und ich würde mich bedanken an der Stelle fürs Zuschauen. Schreibt wie gesagt eure Meinung in die Kommentare. Lasst ein Like da, lasst ein kostenloses Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Euer Barry Person. Ciao, ciao.